Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Uli von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 6. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Genauso wie unser Jutster Jan, der an meiner Seite wieder ist und Bock hat. Hallo Uli, hallo zusammen und ich habe richtig Bock. Ja, Helena, die ist hier schon an meiner Seite. Lecker Mädel. Und wir müssen jetzt ins Restaurant, weil wir ja hier die... Ah ja. Weil wir ja in der letzten Folge hier die Bürger gerettet haben. Und wir müssen uns jetzt hier im Restaurant verschanzen, weil eine, ja, ordentlich Zombies jetzt auf uns zukommen. Und die müssen wir praktisch hier vom Restaurant fernhalten. Da sind sie auch schon. Da sind sie schon. So, Munition hast du hoffentlich genommen. Ja, soweit. Guck mal, ob ich hier vielleicht meine Ene-Knarre erstmal benutze. Da gibt mir 70 Schuss. Alter, das blendet, das Auto blendet. Kann ich das irgendwie wegschießen? Nee, eigentlich nicht. Hau ab. Oh, er kommt ran. Oh, was? Ah, da war der Kopf weg. Ah, er ist schon tot. Okay. So, auf uns müssen wir jetzt hier wieder ein bisschen aufpassen. Hier ist noch eine Brandgranate. Nice. Hier ist noch ein Dicker. Noch ein bisschen aufpassen, dass die hier nicht reinkommen. Ja, schieß ruhig auf mich, kein Problem. Und wer kommt denn da? Oh, er krabbelt direkt rein hier. Er krabbelt direkt rein. Jetzt geht's, glaube ich, los. Jetzt geht's los. Wo ist er denn hin? Alles okay? Ach, der steht hinter dir. Was ist nur los mit ihm? Kann man hier nichts machen, wenn der am Boden liegt? Geht er nochmal auf? Nee. Ist weg. Hier kommen schon Zombies rein. Oder? Ah, da ist nochmal so ein Feuerwehrtyp. Ah. Oh, da kommt einer rein. Ich will immer so ein bisschen Munition sparen. Schießt ja nicht so dolle. Geh mal auf den Kopf drauf. Ja. Noch drei Schuss. Jetzt brauchen wir langsam mal Muni. Okay, super. Oh oh. Oh oh. Ja. Ja, hast du Pech gehabt, nimm eine andere. Ist doch noch im Laden. Oh, ja, fast erschossen. Ja, ihr Schwachköpfe dürft gern kämpfen. Ich werde von hier verschwinden. Wir sind Schwachköpfe, genau. Geh du mal raus am besten. Gar kein Problem. Kann ich verstehen, ne? Hinter dir. Weg, geh weg von mir. Mir. Ja, siehst du, jetzt ist er eine Bedouille. Hinter dir ist da einer. Ja, ja. Ja, geh noch dichter ran, du Forst. Ich wollte gerade sagen, ja, klar, dass es passiert, Idiot. Oh, was ist das denn? Alter! Oh nein. Das ist wohl ein Terminator-Zombie. Ich komme. Erstmal. Achtung, der Fiese ist hier. Oh, fuck. Aber da müssen wir auf. Hinter mir.
Ich hab'n Mistkerl noch da, ja. Der ist weg. Hier ist noch ein. Oh. Der ist auch weg. Nein, Mann. Fuck. Scheiße. Ich muss mich heilen erstmal. Wo ist das denn? Na, ich konnte mich nicht befreien von denen. Oh, den. Ich erstmal healen hier. Oh nein! Jetzt brauche ich deine Hilfe. Oh, wo bist du? Muss ich machen? Ach hier. Kreis drücken. Schnell weg da und heilen. Nein, scheiße! Oh nein! Nicht, das gibt's doch nicht. Bist du, wo bist du? Ich hier, an der Kasse. Versuch dich. Könnte der Idiot ja da oben mal aufmachen, ey. Nicht. Nein! Nein! Glück gehabt, ey. Natürlich sind wir noch am Leben. Kannst du mal kommen? Jonas. Oh, jetzt macht er die Gitter zu. Ja, okay. Mann, hätte er sie vorher machen können, der Spasti. Echt mal. So, komm zum alten Sack hoch. Ja. Mal gucken. Ah, hier haben wir auch noch ein bisschen Heilzeug verdrohtet. Munition. Okay. Jawohl. So ist hier. Okay, jetzt geht's hier oben weiter. Ja, ich komme. Oh, hier geht's noch nicht lang, okay. Wo bist du? Ah, hier, okay. Jetzt sind alle oben. Ah, kurz noch mal ein Käffchen trinken hier auf Nass. Das war ganze Arbeit. Ihr habt Glück. Es müsste gleich ein Bus kommen, der mich abholen soll. Aber da siehst du mal, dass es jetzt ordentlich abgeht, ne? Wir hatten ja schon Angst gehabt, dass hier irgendwie keine Action mehr ist. Aber wie gesagt, falls. Draußen ist die Hölle los. Wir warten nicht auf Nachzügler. Ja, draußen ist die Hölle los, richtig. Oh, da hinten kommen sie auch schon. Schmeißt Molotov-Cocktails der eine Zombie. Oh, keine Muni mehr. Scheiße. Nein, da ist wieder so ein Special-Vieh. Oh, scheiße. Oh, fuck, der weicht mich voll aus. Dead? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Digga. Oh, hier ist noch einer. Boah, der hat gesessen. Nein, hinter mir! Kam er denn jetzt her, ey? Puh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir können
hier bleiben. So, haben wir noch irgendwie Muni hier oder so? Ich habe gar nichts mehr. Gucken. Nee. Ich muss mal nach nebenan, da geht's aber bestimmt auch weiter. Gucken, ob es hier noch was gibt, ey. Ah, hier ist noch eine Schublade. Ja, hier gibt's noch was. So, alle drin. Klappe zu, Affe tot. So, warte mal, ich hab da gerade noch irgendwo, was ihr habt hier. Hier in der Ecke. Genau, hier ist noch mal Heilzeug. Was jetzt? Alter! Ach du Scheiße. Die Papa Pampe ist in der Haus. Ist schon aufgebläht, wa? Okay. Alter, wir müssen von dem weg. Komm doch, du Riesenbaby! Und immer schön auf den Schädel ziehen. Alter, der hält aber auch was aus. Was ist das denn, ey? Nein! Er wird den ganzen Laden zum Einsturz bringen. Er wird den ganzen Laden zum Einsturz bringen. Hab noch eine Granate, eine Nate. Und verbrennt sie da drin alle. Ist er. Warte, Vorsicht, Vorsicht. Nein! Oh. Jetzt, jetzt. Ich glaube, er ist weg. Jawohl. Schön gemacht, schön gemacht. So, ich muss jetzt erstmal hier im Beschuss gucken. Ja, 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 genau. Oh, da ist noch ein Zombie. Ja, du Sack. Kopf weg. Noch einer? Kommt hier noch einer? Ah, hier kommt noch einer. Ist da noch? Ist Muni noch? Bei mir liegt auch noch ein Muni, ne? Okay, ich komme. Da drüben auch noch welche oder was? Oder warum schießen die hier? Nee. Ach nee, die sind auf der anderen. Ja. Die sind im anderen Raum. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich rein. Ja. Damit sie es zumachen können. Hast du alles? Ja, ich habe alles. Okay, gut. Dann mach die Tür zu. Hier mal rein. Oh. Gibt's da was? Ein paar Granaten. Oh ja, nice. Können wir immer gut gebrauchen. Ist aber nicht gut, das Bild. Was nicht gut? Oh, das ist wieder ein Zombie. Was wartet der denn eigentlich? Weiß ich auch nicht. Muss ich vielleicht hier hoch? Gucken, gibt's hier noch was? Ist so ein Funkgerät, das man sich mitnehmen kann. Keine Ahnung, was das sein soll. Und dann können wir hier raus. Ist kein Funkgerät. Ist Sprengstoff. Warte, was? Sprengstoff? Ja. Der angezündete. Ah, Sprengsatz. Ah, okay. Okay. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Oh. Oh, oh. Müssen wir den Alten jetzt retten? Heilige Scheiße! Ja, helfen Sie! Ich gebe Deckung. Durchhalten! Ich helfe Ihnen hoch! Oh, da ist schon wieder ein Dicker. Ja. Oh, ich muss mich hier. Ich muss mich erstmal heilen, Digga. Gut, hab ich. Oh! Sehr schön. Sehr schön. Och, Kacke. Ich hatte da Sprengsatz platziert. Ja. Dann habe ich jetzt mal. Alter, was halten die denn aus, die Mistviechers? Pass auf hinter dir. Da kommt einer. Boah, da kommen noch welche. Ich glaube, wir müssen hier weg, Digga. Oh, Hamster? Ich bin schon runtergesprungen. Wo bist du denn runtergesprungen? Na, hier.
kann jetzt nicht sagen, wo. Siehst du ja nicht auf der Karte. Bist du da? Ja. Ja. Okay, gibt's hier noch irgendwo? Oh, voll auf mich ruf. Die kommen. Ja. Alle in den Bus rein. Bringen Sie uns hier raus. Ja, nee, ist klar. Oh, nee. Papa Pump hebt uns an. Und da rauf auf die Birne. Beschmeißen uns mit irgendwas. Ich muss mal auf die Hände schießen. Mal schön rüberrollen. Ja, schön über den Banz. Herrlich. Heftig, Alter. Das war echt heftig, ey. Wow. Wow. Aha. Sie haben eine Erkennungsmarke erlangen. Okay. Ja. Jetzt haben wir alles gesammelt. Okay. Dann machen wir mal okay. Ja. Und dann direkt weiter. Kapitel 1 erledigt. Okay, jetzt sind wir endlich mal hier im Fähigkeiteneinstellungen. Ah ja, 12.950 Kohle habe ich. Wie sieht's bei dir aus? 14.250. Merkst du was? Mhm. So, was können wir jetzt damit machen? Nahkampf, Verteidigung, ruhige Hand. Schusswaffe Stufe 1. Geringfügige Erhöhung der Stärke von Schusswaffen. Dann haben wir Nahkampf, geringfügige Erhöhung der Stärke im Nahkampf. Ja, du bist doch hier unser Nahkampfexperte. Ruhige Hand. Das ist ganz geil. Also ich würde erstmal die günstigen Sachen hier vielleicht kaufen. Ja. Weißt du? Weil das ist eine geringfügige Erhöhung der Stärke von Angriffen gegen Zombies. Adlerauge, Hinzufügung einer zusätzlichen Verzögerungsstufe für das Scharfschützen. Na gut, Scharfschützengewehr kommt vielleicht erst später. Befreiungstechnisch. Erlangen Sie Fähigkeiten, sich leichter aus der... Mehr also Gegenstände. Ja. Mehr Gegenstände, zack. Ja, also da bin ich auch dafür. Genau. Aber wie kann ich es auswählen? Ich kann es nicht aus... Ach doch, müsste es kaufen. So, habe ich es jetzt gekauft? Ach so, da muss ich auf Ja machen, jawohl. Und dann ausrüsten. Ach so, und drei Fähigkeiten kann man nur mitnehmen. Ah, ja. Okay. So, was nehmen wir noch? Oh, das gibt ja... Geht das wieder von vorne los dann hier? Schnelle Erholungsstufe 1... Stark im Team. Stark im Team. Ja. Mehr Munition. Naja. Mehr Munition, Schrotflinte. Erhöht die aufgenommenen Munitionsmenge für Kaliber 10 und 12. Da weiß ich nicht. Und dann, ah, okay. Ich geh erstmal ganz hoch. Also erstmal günstige Sachen kaufen, würde ich sagen. War ja. Ruhige Hand. Ja. Wäre manchmal nicht schlecht, finde ich. Glaube, ich werde es kaufen. Reduziert den Rückstoß beim Abfeuern einer Waffe. Kritischer Treffer. Irgendwie Erhöhung der Chance darauf, einen kritischen Treffer zu erzielen. Ja, ich werde das kaufen. Da geht's auch schon in die nächste Stufe. Und was gibt's noch? Durchschlagen, Stufe 1. Geringfügige Erhöhung der Schlagungskraft von Schusswaffen. Ja, das ist so teuer. Zombiejäger. Geringfügige Erhöhung der Stärke von Angriffen gegen Zombies. Adlerauge. Ne, der braucht nicht. Schneller nachladen. Alter. Befreiungstechnik. Ja, entweder noch Befreiungstechnik. Befreiungstechnik habe ich genommen, genau.
Ja, das ist vielleicht nicht schlecht, ne? Ja. Ich habe jetzt Befreiungstechnik, kritischer Treffer, Stufe 1 und mehr Gegenstände. Ja, ne, das habe ich dann auch, ja. Befreiungstechnik, genau. Dann werde ich das unerkaufen. Zack. Dann halt noch 3150 übrig. Ja. Und dann ist das schick. Gut, geil. Sehr geil, sehr nice. So, gut, dann kann es weitergehen. Option, verlassen, zack. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, hoffentlich kommt nicht wieder so eine fette Klopse, Möpse da. Obwohl, Möpse? Hm. 90% der Bevölkerung von Tall Oak sind mit dem Virus infiziert. Das sind umgerechnet etwa 70.000 Personen. Uns wurde außerdem gemeldet, dass die Organisation Neo Umbrella gerade zu dem Angriff bekannt hat. Neo Umbrella. Ich weiß, was Sie denken. Ja. Ein zweites Raccoon City. Mehr habe ich nicht für Sie. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Mir sitzen die Schlipsträger im Nacken. Ich finde auch, dass die Stimme in den Videos sehr leise ist. Ja, stimmt. Derek C. Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Ah ja. Oh. Oh oh, nicht ausweichen. Wollte gerade sagen, einfach drauf zu. Jawohl. Nein, und der kommt jetzt ins Schleudern wegen einem Zombie. Oh fuck. Super. Oh super. Oh, hat er ja gut gemacht. Hat er ja richtig toll gemacht, ja. Die eine geht hier auch schon wieder drauf. Was denn jetzt? Aufstehen? Nee. Am Tag. Ist das sogar einer? Oh fuck. Heftig. Heftig. Alter. Ein Hoch auf dem Airbag. Ja. Shit happens. Nur um dann so zu sterben. Nicht länger hier bleiben. Wir müssen weiter zur Kathedrale. Richtig, da müssen wir weiter. Ja. Leon, Helena, ist alles okay? Ja. Irgendwie sind wir immer noch am Leben. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall auf dem Friedhof, aber ja. Bevor es hier weitergeht, liebe Freunde, schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge mit ein, dann da geht's bei uns weiter. Wir freuen uns auf euch. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und eine Bewertung. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst auf jeden Fall auch ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, vielen Dank an meinen Jutzen Jansen. Ja, vielen Dank, Uli. Und bis zur nächsten Folge. Aber bevor es Schluss ist, müssen wir hier noch den Typen erledigen. So, der Schaschlik. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.